Freunde des gepflegten Schreibens, hier ist wieder euer Witti aus der Füllerbubble, der geilen Content ins Interwebs buxiert. Heute stelle ich euch alle Füller vor, die ich habe. Wie ich im letzten Video schon gesagt habe, bin ich kein Sammler, sondern ein Benutzer. Das heißt, mir geht es gar nicht darum, besonders alte, besonders teure oder besonders viele Füller zu besitzen, sondern ich möchte eine Auswahl an Füllern haben, die ich gern benutze. Das heißt, die 11 Füller, die ich jetzt habe, die benutze ich gern, und wenn sich was ändert, also wenn ich mir einen neuen Füller kaufe und ich merke, irgendwie ist es doch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, dann verkaufe ich den einfach auch wieder. Ich werde euch die Füller jetzt in der Reihenfolge des Erwerbs vorstellen. Das heißt, ich beginne mit dem allerersten, den ich mir gekauft habe, und ende mit dem Neuzugang. Dazwischen gab es natürlich auch immer wieder andere Füller, die mittlerweile schon verkauft sind. Deswegen Stand August 2017. Der allererste Füller war, wie im letzten Video schon gesagt, der Lamy 2000. Der Lamy 2000 ist ein sehr ikonischer Füller von Lamy. Das Design, also das Modell Lamy 2000, gibt es schon seit über 50 Jahren. Und ich finde den Füller nach wie vor schön, einzigartig und bei all dem immer noch sehr modern. Es würde mich wirklich interessieren, wie dieses Design vor 50 Jahren gewirkt hat. Weil ich finde, heute wirkt es immer noch schlicht, zeitlos und wie gesagt modern. Der Lamy 2000 ist ein Kolbenfüller. Das heißt, er wird nicht mit Patrone befüllt, sondern er hat hier einen Kolbenmechanismus. Und da wird dann die Tinte hier direkt in den Korpus reingesaugt. Das bedeutet, da passt relativ viel Tinte rein. Und insgesamt benutze ich ihn immer noch sehr, sehr gern. Die Feder, ich habe eine M-Feder, schreibt relativ breit für eine M-Feder, also für mein Empfinden. Das heißt, im Alltag, in der Uni zum Beispiel, beim Mitschreiben, ist es nicht immer ganz so gut, aber dafür bei Briefen, wenn man auch viel Platz auf einem weißen Papier, ohne Linien etc. hat, ist es wirklich sehr schön. Insgesamt würde ich sagen, dass der Lamy 2000 so ein Kandidat ist. Ich möchte einen Füller haben, der richtig schön ist, der zuverlässig funktioniert, und das reicht mir. Das war ja eigentlich auch meine Motivation, als ich mir den gekauft habe. Aber ich finde, hier hat man echt alles, was man braucht. Man hat einen schönen, robusten Füller, der gut in der Hand liegt. Der hat eine große Tintenkapazität. Das Design gibt es seit 50 Jahren. Lamy Kundenservice ist exzellent. Das heißt, selbst wenn mal irgendwas sein sollte, lässt sich reparieren, und das macht ihn zu einem Begleiter, der wirklich sehr, sehr lange im Einsatz sein kann. Direkt danach habe ich zu einem Pilot MR gegriffen. Der Pilot MR ist ein sehr oft empfohlener Einstiegsfüller. Er kostet so 15 bis 20 Euro. Er ist aus Metall, schön robust, also wirklich für den täglichen Einsatz hervorragend geeignet. Mir gefällt gut, dass das Griffstück aus Plastik ist. Das heißt, es ist nicht kalt zum Anfassen. Es rutscht nicht hin und her, wenn man schreibt. Und insgesamt echt ein sehr schöner Füller. Mich stört hier nur, dass ich zur Federstärke F gegriffen habe, die in dem Fall schon sehr, sehr, sehr fein ist. Also feiner als manche extra feinen Feder, die es so von Lamy oder Pelikan gibt. Das liegt einfach daran, dass japanische Füllhalter dass die Federstärken bei japanischen Füllhaltern nochmal feiner tendenziell sind als die bei europäischen Füllern. Macht auch Sinn, wenn man sich das Alphabet anschaut, dann sind die Buchstaben nicht wirklich kompliziert hier. Also so ein A ist einfach nur ein blöder Kringel und dann so ein Schnörkel. Da braucht man nicht viel Feingefühl, da kann man auch mit einer sehr breiten Feder schreiben, wohingegen die Schriftzeichen sehr detailliert sind, und ich denke, daran wird es liegen, dass man hier zum Beispiel bei einer feinen Feder wirklich sehr, sehr fein ist. Dann hat man ganz viel Kontrolle auf dem Papier. Mir gefällt es nicht so gut, also ich finde, mein Schriftbild passt nicht so dazu. Und deswegen wäre das hier auch tatsächlich so mittelfristig ein Kandidat, der aus dieser Sammlung verschwinden würde. Als nächstes kommt der Faber Castell Loom. Mit 30 € kostet er ungefähr doppelt so viel, sagen wir mal, wie der Pilot MR. Und ich finde, er ist auch dementsprechend nochmal einen Schritt nach oben. Also er ist von der Verarbeitung her sehr schön. Ich finde ihn vom Design ansprechender. Und insgesamt wirklich einen sehr schönen Füllhalter für 30 €. Hier ist das Griffstück auch aus Metall. Mich stört es jetzt nicht so sehr. Also es könnte schlimmer sein. Es ist auch nochmal hier so ein bisschen geriffelt. Das heißt, man hat definitiv noch Grip. Aber wenn man eben schwitzt beim Schreiben, vielleicht in Klausuren oder so, wenn man noch ein bisschen aufgeregt ist, dann würde ich vielleicht eher einen Füllhalter mitnehmen, der ein Plastikgriffstück hat. Ansonsten finde ich schön, dass die Kappe hier nicht aus Metall ist und dementsprechend sehr leicht ist. Das heißt, man kann den Füllhalter hier perfekt so benutzen, gerade wenn man einen etwas längeren Füllhalter möchte. Die Balance ist sehr gut und er schreibt auch zuverlässig. Also der ist viel genutzt in meiner Sammlung, gefällt mir echt gut. Dann kommen wir zu einem weiteren Kolbenfüller. Das hier ist der Pelikan M200. Das ist so das Einstiegsmodell von Pelikan. Ich habe den mir in einem Amazon Warehouse Deal gekauft für, ich glaube, 60 €. Und für den Preis ist er auf jeden Fall okay. Macht auch Spaß zu benutzen, also er schreibt gut. Kolbenfüller finde ich sowieso sehr cool. Er sieht ziemlich schlicht und elegant aus. Er ist sehr, sehr leicht. Also das muss man wirklich mögen. So ist er mir persönlich schon fast zu kurz. Aber wenn man die Kappe hinten aufsteckt, hat er eine angenehme Länge. Ist trotzdem sehr schmal und liegt wirklich extrem leicht in der Hand. Also ich würde es generell bevorzugen, wenn er ein bisschen schwerer wäre. Aber beim Briefeschreiben zum Beispiel ist es eigentlich ganz entgegenkommend, wenn man jetzt 3, 4 Seiten schreibt, dann merkt man schon, es ist angenehm. Schön ist auch, dass man hier die Federn ganz leicht rausdrehen und auch nachkaufen kann. Also wenn man mit der Federstärke experimentieren möchte, sowas finde ich immer gut. Dann habe ich 2 Urlaubsmitbringsel und zwar zweimal von TWSBI. Ja, TWSBI ist eine Marke aus Taiwan. Die gibt es ja auch, also in Deutschland so im Fachgeschäft eigentlich nicht. Also ich habe es noch nirgendwo gesehen. Man kann die auf Amazon kaufen oder bei so Online-Füllhalter, Retailern, wie auch immer man die nennt. Gibt es auch welche aus Deutschland. Und ich bin nach England geflogen in den Urlaub und ich dachte mir so als Souvenir, ich will jetzt nicht so eine Tasse mitnehmen oder ein T-Shirt oder so eine, keine Ahnung, Big Ben-Figur, weil das steht ja eh nur nutzlos rum, sondern ich nehme den Füller mit, weil immer wenn ich dann schreibe, denke ich daran, dass ich den im Urlaub gekauft habe. Hat sich aber als schwierig herausgestellt, weil ich hatte mir schon vorher überlegt, ich würde gerne mal zu diesen TWSBIs greifen, aber die gibt es auch in England nirgendwo vor Ort. Das heißt, ich habe mir dann tatsächlich bei einem englischen Retailer die 2 TWSBIs bestellt. Einmal hier den TWSBI Eco und hier den TWSBI Diamond 580. Und gerade den TWSBI Eco finde ich wirklich hervorragend. Also es ist einer meiner Lieblingsfüller, obwohl er in Anführungsstrichen nur 40 € kostet, hat er wirklich alles, was man braucht. Also es ist ein Kolbenfüller, das heißt, da passt jede Menge Tinte rein. Ich lege den mal zur Seite hier. Er ist durchsichtig, das heißt, man sieht immer auf einen Blick, wie viel Tinte ist noch drin. Er schreibt gut, er liegt schön in der Hand, er hat für mich eine angenehme Größe, ein angenehmes Gewicht, er macht einen robusten Eindruck und es macht wirklich jedes Mal Spaß, ihn zu benutzen. Also für 40 € finde ich, ist das wirklich auch so, da hat man eigentlich alles, was man braucht. Wenn ich jetzt den Lamy 2000 als Vergleich nehme, der Lamy 2000 ist halt Luxus. Der ist nochmal besser verarbeitet, liegt auch schön in der Hand, hat noch eine Designphilosophie, die dahinter steht und so. Aber wenn es wirklich nur ums Schreiben geht, würde ich sagen, TWSBI Eco ist ganz weit oben auf meiner persönlichen Top-Liste. Und dann hier der TWSBI Diamond 580. Der kostet so 20, 25 Euro mehr als der Eco. Und das merkt man ihm auch an. Also hier zum Beispiel der Kolben hier drin, also nicht der Kolben, sondern hier dieser Mechanismus und das Griffstück sind aus Metall, aus Aluminium. Er ist vom Gewicht auch gut ausbalanciert, ein bisschen schwerer. Man merkt hier beim Korpus, dass hier die Verarbeitung nochmal ein bisschen höher ist und so. Also man merkt den Aufpreis, aber ganz ehrlich, man kommt auch mit den TWSBI Eco hervorragend zurecht. Aber trotzdem beides wunderbare Füller, die nicht wirklich teuer sind, also dafür, dass man sich sowas einmal anschafft, die extrem funktionabel sind. Also der Kolbenmechanismus, dass sie durchsichtig sind, dass sie gut schreiben, dass sie robust sind. Für den täglichen Einsatz wirklich zwei hervorragende Füller, die ich immer wieder gerne benutze. Jetzt ein Faber Castell Ondoro, mein zweiter Faber Castell. Den habe ich mir gekauft, weil er hier aus Holz ist und ich das ziemlich cool fand. Ich finde es auch cool, dass er so eckig ist. Ansonsten, er liegt bequemer in der Hand, als ich gedacht hatte. Ich dachte eigentlich, oh, das ist ja bestimmt voll unangenehm, wenn er so eckig ist und auch hier dieses kurze, komische Metallgriffstück. Aber er lässt sich echt gut greifen. Er schreibt gut, aber ich muss sagen, der kostet so um die 100 Euro. Da ist genau die gleiche Feder drin wie auch bei dem Faber Castell Loom. Das heißt, da zahlt man quasi 70 Euro Aufpreis, einfach nur dafür, dass man hier Holz hat und anderes Design und so. Und da würde ich schon sagen, für das Geld würde ich mir persönlich lieber einen anderen Füller kaufen. Also ich bereue es nicht, dass ich den habe und ich benutze den auch gern. Aber die beiden TWSBIs zusammen haben auch 100 Euro gekostet und da gibt es wesentlich mehr für mich. Also die machen mehr Spaß zu benutzen. Die sind irgendwie cooler. Also erfüllen mich quasi mehr mit Glück beim Schreiben als jetzt der Ondoro. Aber er ist trotzdem ein sehr einzigartiger Füller, also der einzige, den ich hier aus Holz habe, der einzige, der so eine komische Form hat, sage ich mal. Und deswegen auch immer noch ein täglicher Begleiter. Kommen wir zu einem Geschenk. Den Edison Collier hat mir meine Freundin geschenkt. Ich habe den mal online gesehen, bei so einer Gebrauchtwarenbörse und habe ihr den Link geschickt, so ohne Hintergedanken, wollte ich einfach nur mal diesen Füller zeigen, weil ich den davor noch nie gesehen hatte. Und habe gemeint, ja, der ist sehr schön. Und habe nicht weiter drüber nachgedacht. So nach ein paar Stunden war dann das Angebot auch als verkauft markiert. Und kurze Zeit später habe ich dann dieses Geschenk bekommen. Sie hat dann tatsächlich gleich zugeschlagen. Edison ist eine Firma aus den USA. Die stellen jeden Füller in Handarbeit her. Und die haben drei Modelle, die sie quasi so serienmäßig herstellen und auch auf Lager haben. Und ansonsten läuft alles über persönliche Bestellung. Also man sagt dann, welche Farbe möchte man und wie soll das alles sein und die Federstärke und Gold- oder Stahlfeder etc. Und schreibt man so E-Mails hin und her und bekommt dann seinen ganz eigenen Füllhalter quasi von denen gemacht. Auf die gibt es auch eine lebenslange Garantie. Egal, ob man jetzt Erst- oder Zweit- oder Drittbesitzer ist, so die sagen, wenn der Füller von uns ist und irgendwas ist nicht in Ordnung, wir richten es. Wenn es unsere eigene Schuld ist, dann natürlich kostenlos und ansonsten gegen eine vernünftige Gebühr. Und ich muss sagen, der ist echt schön, der Füller. Also ich weiß nicht, ob man das hier in der, ob die Kamera das wirklich so gut einfangen kann, aber er ist halt echt einfach diese Farbe und diese Tiefe, wenn das Licht dann dagegen scheint und so, wunderschön. Er ist groß, aber nicht schwer. Also er liegt echt sehr bequem in meiner Hand Und für 150 €, so was die neu kosten, ist es auch so ein Kandidat, ein schöner Füller und das war's. Also wenn man da wirklich auch diese Garantie hat und dieses, die Handarbeit, die dahinter steckt und alles, dann ist es auch so, ja, macht echt Spaß. Spaß anzuschauen, Spaß zu benutzen. Edison wird wahrscheinlich nicht mein letzter Edison gewesen sein. Jetzt ein weiterer Pelikan. Der Pelikan M805, eine ja, viel größere Version des Pelikan M200. Und den habe ich mir gekauft, weil er super gut balanciert ist, weil er sehr schön in der Hand liegt, weil ich dieses Blau ganz schön finde, zusammen mit dem Silber. Kolbenfüller hat sowieso wieder ein großes Plus. Und ja, er liegt einfach gut in der Hand und er hat so ein, wenn man den in die Hand nimmt, hat man so richtig das Gefühl, man hat was sehr, sehr Wertiges in der Hand. Trotzdem muss ich sagen, dass einfach so von dem Standpunkt her Schreibinstrument, würde ich ganz klar sagen, so viel Geld muss man definitiv nicht ausgeben für den Füller. Also mir macht auch ein TWSBI sehr viel Spaß zu benutzen. Und der kostet 1/10 des Pelikans. Also das ist dann wirklich schon so ein bisschen, ja, ein bisschen diese Verrücktheit und das Hobby und ein bisschen durchgeknallt sein und einfach mal was ganz Krasses ausprobieren. Also für meine Verhältnisse. Es gibt natürlich noch sehr viel teurere Füller. Aber es ist auch dann einfach diese Erfahrung, die ich da mitgenommen habe. So, es ist schön und man merkt es auch durchaus an. Also von der Verarbeitung hier ist nichts scharf. Es ist ganz glatt und schön und Gewicht, wie gesagt, super. Aber es muss auch nicht sein. Also ich kann auch mit anderen Füllern gut schreiben und ja, bin trotzdem froh, dass ich ihn natürlich habe. Ich schätze und ehre ihn sehr. Ich hüte ihn wie meinen Augapfel und schreibe sehr gerne in der Uni mit ihm. Also den habe ich mir dann tatsächlich auch nicht für die Vitrine oder so gekauft, sondern klar, wenn ich so viel Geld ausgebe, dann will ich auch ganz oft damit schreiben. Ein weiterer Pilot hat es ebenfalls in meine Auswahl geschafft. Das ist der Pilot Custom 823. Den habe ich mir gekauft, weil irgendwie jeder im Internet geschrieben hat, dass der super, super toll sei. Und ich finde den vom Design her ja erstmal relativ langweilig. So diese klassische Form, sieht ein bisschen aus wie ein Mont Blanc. Schwarz und Gold und ja, also erstmal nicht so spannend eigentlich. Aber er ist auch vom Gewicht und von der Balance her ausgezeichnet. Also ich finde, ich glaube, er ist ein bisschen leichter, jetzt nur vom Gefühl, ein bisschen leichter als der M805 von Pelikan, aber ansonsten, und natürlich ein bisschen dünner, aber ansonsten liegt er auch ganz klasse in der Hand, schreibt super. Hier ist das Griffstück ein bisschen länger als beim Pelikan. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Zumindest habe ich das immer so im Gefühl. Also hier nicht viel, aber doch so, dass es ein bisschen bequemer in der Hand liegt. Und dann hat er vom Füllsystem her ein Vakuumfüllsystem. Das heißt, hier ist so eine Metallstange drin und eine Abdichtung. Das hier hinten kann man aufschrauben und das dann rausziehen. Und dann steckt man es ins Tintenglas und drückt es zu und dann wird hier diese Abdichtung nach vorne geschoben, die Luft wird rausgedrückt und wenn man dann ganz unten angekommen ist, löst sich das Vakuum auf und die Tinte sprudelt dann quasi rein. Also das ist eine coole Spielerei, aber ja, das Wichtigste bei dem ist natürlich, er schreibt gut und er sieht dann in echt doch, ja, eigentlich doch ganz schön aus. Also muss ich dann doch zugeben, dass mir dann dieses klassische irgendwie doch gefällt, an dem ich es mal in der Hand hatte. Also gerade jetzt auch im Vergleich zum Pelikan, der kostet ungefähr so 200 €. Also auch sehr teuer, aber steht eigentlich dem Pelikan in nichts wirklich nach. Also den benutze ich genauso gern wie der Pelikan. Ich finde, der ist eigentlich genauso gut verarbeitet, liegt genauso gut in der Hand, macht genauso viel Spaß und ja, benutze ich auch sehr oft. Und dann zum Neuzugang der Platinum 3776 oder 3776. Das ist ein sehr, also ich glaube, es ist einer der günstigsten Füller mit Goldfeder. Zum Thema Goldfeder werde ich auch nochmal ein Video machen. Das heißt, der kostet so um die 60 Euro. Er ist leicht, er ist relativ schön, also so dieses durchsichtige Rot hat was. Ich finde für meine Hände, er ist ein bisschen zu kurz, also bei mir kommt hinten auf jeden Fall die Kappe drauf. Er ist relativ ansehnlich, er schreibt gut. Mich stört hier nur, ich weiß nicht, ob man das hören kann, ich mache das mal ins Mikrofon. Der hat so ein, ich glaube hier der Konverter innen schlägt gegen das Gehäuse, wie heißt das? Keine Ahnung, gegen das hier. Gegen das. Und das hat so, macht dann so ein Plastikgeräusch und es gibt dem irgendwie so einen richtig billigen Flair. Also kann ich gar nicht beschreiben. Es ist einfach nur dieses Geräusch und das, die Tatsache, dass irgendwas wackelt, was mich so ein bisschen irgendwie abturnt. Also ich stehe irgendwie auf Qualität. Heißt natürlich nicht, dass der von schlechter Qualität ist. Er schreibt, wie gesagt, gut und zuverlässig. Er sieht schön aus und ja, die Zeit wird zeigen, ob ich ihn behalten werde oder nicht. Also ich werde jetzt einfach mal rumprobieren. Vielleicht kann ich das noch irgendwie in den Griff kriegen hier mit dem Geräusch. Und ansonsten einfach mal ein paar Briefe schreiben und gucken. Macht Spaß, den zu benutzen. In die Uni mitnehmen, schauen, mache ich gerne Notizen damit. Und wenn ich dann merke, nee, der bleibt doch lieber ganz oft im Schrank liegen, der wird nicht mitgenommen in die Uni, wenn ich einen Brief schreibe, greife ich immer zu einem anderen Füller, dann sage ich, okay, dann gibt er mir nichts und dann kann er auch weiterziehen in die Hände eines anderen, hoffentlich dann glücklichen Besitzers. Das war es jetzt mit diesem sehr, sehr langen Labervideo, eigentlich fast schon anstrengender für meine Stimme als so ein Vorlesestream, also ich merke schon, mein Hals ist jetzt ein bisschen mitgenommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr schreibt mehr mit Füller. Ich hoffe, ihr schreibt mehr Briefe. Schreibt mit viel Liebe. Wir sehen uns in der #Füllerbubble auf Twitter. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Euer Witti.